So, muss ich noch einen Mob und einen Eimer mitnehmen? Ich glaube nicht. Wo war ich gerade? Brauche ich noch eine Schreibmaschine? Ich glaube ja. Das klang gerade schon wieder, als hätte ich eine Katze gehört. Und wer zum Henker spült seine Zeitung im Klo runter? Die bleiben doch irgendwo mittendrin stecken und verstopfen alles. Kann ich den Brief da unterlesen? Nee, ich könnte höchstens die Brille. Da ist ja noch der Edwards. Na also. Safe-Schlüssel. Na also. Noch ein überfälliges Buch. Und noch ein überfälliges Buch. Und die Kissen fangen an zu schweben. Was geht hier vor sich? Da ist doch eine Katze. Ich hab sie doch gehört. Ich hab doch... Da ist doch eine Kotze am Rumkotzen. Ihr hört sie doch auch, oder? Hört ihr die Kotze auch? Ich höre eine Kotze. Wahrscheinlich ist sie oben. Oh, guck mal, da jemand mit dem Schraubenzieher im Computer rumgedingst, um den heil zu machen wahrscheinlich. Da ist ja die Kotze. Ich wusste es doch. Na, Kotzilein? Na? Oh Mann, es fehlt einfach eine Mechanik, wie man die Kotze streichelt. Na? Ach, die macht nichts. Gladys Zimmerschlüssel. Ist ja jetzt mein Zimmer. Oh, das sieht doch ganz manierlich aus. Da ist jemand Patriot. War. Natürlich hat sie einen Haufen Munition im Badezimmerspiegel. Die gute alte Gladys. Ich mag sie jetzt schon. Katze nervt. Warum kann ich ihren Koffer nicht aufmachen? Nicht verrostete Blechdose. Wiederhergestellter Tischventilator. Ich meine, das Zimmer sieht aber wirklich ganz gut aus, ja? Guck mal, sogar mit einem intakten Bett, das nicht völlig vergammelt ist. Also die Gladys war so ein bisschen militärisch angehaucht. Hier ist es schmutzig. Ja und? Geh kacken. Und Munition hat die natürlich auch. Und Waffen, alles, was man im Altersheim so braucht. Eine Impulsmine, genau. Die Frage ist, wo war jetzt ihr... Oh, Splittergranaten, natürlich. Wo hatte sie jetzt ihren Schlüssel? Wo hatte sie jetzt ihren Schlüssel? Unterm Bügeleisen? Oder hatte sie ja keinen Schlüssel, der hier irgendwo versteckt ist? Ich sehe jedenfalls keinen. Naja, den halt nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn nur übersehen. Aha, hier kommen wir so da rum. Man muss mit System vorgehen. Da liegt noch ein toter Teddybär. Und eine Katze. Oh, und ein Katzenbild. Guck mal, die Katze ist eine Atomrakete. Hm, so sind sie, die Katzen. Die hat auch gar keine Angst vor mir oder so. Die fleucht da nur rum. So, toten Teddybär mitnehmen. Ah, guck mal. Catherine's Safe-Schlüssel. Irgendjemand hat anscheinend nach ihrem Tod etwas unter ihrer Matratze gesucht. Wahrscheinlich die Katze. Die Katze bestimmt. Ich will jetzt alle Schlüssel eigentlich finden, weil ich alle Safes unten aufmachen will. Ich bin gespannt, was da so alles drin ist, was die alten Leute denn so in ihren Safes aufbewahren. Das liegt an der Stille wahrscheinlich. Also vermute ich mal. Und alle haben sie Munition in ihren Spiegelschränken. Ich könnte eigentlich ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Munition in meine Spiegelschränke tun. Und hier hat offenbar jemand gemalt und zwar gar nicht mal schlecht. Gar nicht. Allerdings mit dem Pinsel finde ich das schon erstaunlich. Ah, da ist auch perfekt. Ethel's Safe-Schlüssel. Mit dem Pinsel finde ich das schon sehr erstaunlich, wie filigran hier die Bilder gemalt wurden. Mit so einem fetten Malerpinsel. Ich hätte ja was Feineres genommen, aber ja. Überall sind die Wände zusammengebrochen. So ganz heil ist der Laden nicht mehr. Da sind Ölkanister drin. Das ist Platzverschwendung. Hallo? Das ist ja wohl meine Entscheidung, welchen Müll ich mitnehme und welchen nicht. Nicht deine. Ah, noch ein Schlüssel. Randall's Safe-Schlüssel. Der randalliert immer so. Ich denke,
Wir sind nach langer Zeit die Ersten, die sich hier aufhalten. Neue Besucher. Das vermute ich auch. Willkommen im Sandy Coves Sanatorium. Sie müssen, der offenbar ist mein... Was? Sünds? Vorregung entdeckt. Seltsamkeiten, feindliche... Oh! Und ich fall den direkt in die Arme. Was ich wohl gehört habe. Was machen die Sünds hier? Oh, ich glaube, ich habe Cotsworth gerade angeschossen. Wow, wow. Hörst du das? Von wegen Cotsworth. Der hält vielleicht Cotsworth, sondern einfach nur Wunder der Technik, hm? Sandy Coves Aufseher. Was machen die hier, frage ich mich. Warum kommen hier plötzlich Sünds rein? Ich bin überrascht und geschockt. Was machen die Penner hier? Sündrüstung. Wie sind Sündrüstungen eigentlich gut? Sieht nicht so aus. Ich nehme die trotzdem mal mit. Einfach, weil ich es kann. Oh, guck mal, die ist sehr gut. Robust-Sündrüstung, Harnisch. Deutlich besser als was auch immer ich anhabe. Und damit bin ich auch fast schon wieder überladen. Was wollten die hier? Warum kommen die hier einfach rein? Wollen die meine Schlüssel klauen? Wollen die Bücher zurückgeben? Ich muss mich erstmal heilen. Erstmal wieder kaputten. Und ich glaube, ein bisschen Red Away muss ich auch mal reingreifen. Und dann haben wir irgendwas. Aufbereitetes Wasser. Ja, Mais. Nee. Nö, rohes Todeskrallenfleisch will ich auch nicht fressen. Dann ziehe ich mir ein Stimpack rein. Oder auch zwei. So, ich muss wieder nach oben. Ich habe noch nicht alle Räume durchsucht oben. Ich habe noch nicht alles durchsucht. Komm, auf da. Du kannst es, Steffen. Du kannst es. Oh, guck mal. Krabbenscheren. Natürlich. Warum auch nicht? Die waren mir gerade eben noch gar nicht aufgefallen. Da war ich gerade durch den Boden gestürzt. Oh. Huhu, da wurde wohl jemand vom Schrank platt gemacht. Hm. Zum Glück ist mir das nicht passiert. Eine große Babyflasche? Was wollen die da mit dem Altenheim? Haben sie die alten Leute hier mit Flaschen gefüttert? Ja, gut. Ich frage mich ehrlich, ob man mit den Lunchboxes noch irgendwas anfangen kann. Ich sammle die gar nicht mehr alle auf, weil ich weiß nicht, ob man mit denen irgendwas anstellen kann. Ob das sinnvoll ist, die mitzunehmen überhaupt. Ich glaube ja, dass wahrscheinlich eher nicht so. So, ich glaube, jetzt glaube ich irgendwie doch, dass ich alles durchsucht habe. Dann kann ich ja wieder nach unten und kann mal sehen, ob ich die Saves alle aufkriege. So, Ethel's Save. Buff out und Stimpack. Sehr schön. Mortimer Safe. Die haben da nur Drogen drin. Das finde ich eigentlich ganz gut. Edward Safe. Auch nur Drogen. Catherine Safe. Drogen. Randall Safe. Drogen. Und Margaret Safe. Drogen. Ja, die haben das völlig richtig gemacht, die alten Leute. Die haben überall erstmal Drogen reingetan. Sache Drogen. Drogen. Oh, da sind ja noch Kronkorken und Geld. Gut. Oh, wollte ich gar nicht. Diese Sünds, Alter. Warum sind die so sündhaft teuer überhaupt? Ist das notwendig? Gut, das war das Altenheim. Wir schabracken mal wieder vor die Tür. Das war doch ganz nett, sich mal im Altenheim rumzutreiben. Da könnte ich eigentlich auch mal hin. Ich gehe jetzt stark auf die 30 zu. Eigentlich wird es Zeit fürs Altenheim, oder? Ja, würde ich schon sagen. Oh, und ich muss die Sündrüstung gleich mal anziehen, sonst vergesse ich das gleich wieder. So, pass auf. Kleidung.
Sind Rüstung Harnisch? Ne, da war robust, war das, ne? Da nehme ich. Robust Zündrüstung Harnisch, genau. Oh, da kann ich auch gleich weniger tragen, weil die keine Taschen hat. Weißt du was? Ich sollte erstmal. Ich weiß, ich bin gerade erst rumgereist, aber. Ich komme einfach gleich wieder zurück. Ich schwöre, ich komme gleich wieder zurück. Ich muss dann nur die Rüstung ein bisschen aufbrezeln. Das mache ich jetzt. Erstmal nach Hause Rüstungsdinge tun, Taschen anbringen und so weiter, sofern mir das nun möglich ist. Und dann komme ich sofort wieder zurück, ich schwöre es. Das mit dem Inventar, kann man das nicht noch ein bisschen größer machen? Ich habe ja schon starker Rücken und so, aber wäre schön, wenn man noch mehr schleppen könnte. So richtig, richtig mehr. So 800 Pfund oder so, das wäre doch was. Oder man sollte einfach aufhören, so viel Schrott mitzuschleppen. Aber das ist auch einfacher gesagt als getan. Ich schleppe ja schließlich sehr gerne Schrott mit mir rum. So, jetzt ziehen wir natürlich wieder... Robustzündrüstung, rechte Arm, rechtes Bein. Möchte ja, wenn, dann möchte ich natürlich die komplette Ausrüstung. Nicht nur teilweise. Pass auf, wir haben jetzt rechtes. Was fehlt ist linkes Bein und linker Arm. Linkes Bein, linker Arm. Jetzt müssen wir eigentlich komplett Zündrüstung anhaben. So sehen Zündrüstungen aus. Das sieht bizarr aus. Linker Arm, linkes Bein. Rechter Arm, rechtes Bein, Harnisch. Ja, ich guck mal, was wir jetzt draus basteln können beim Herstellen, ob wir das noch verbessern können. Ach so, ich ja. Müssen wir natürlich an die Rüstungsstation rangehen und eventuell nicht an die Waffenstation. Wäre sinnvoll. Seit unserem Gespräch fühle ich mich toll. Schau uns an hier in Sanctuary. So, der Harnisch, der war natürlich geil. Der war sowieso besser als alles andere. Mikrokohlenstoff. Alter, wie geil. Plus 33, plus 36. Das ist ja voll der Burner. Laminiert, Gussharz, Mikrokohlen. Ja, Mikrokohlenstoff. Immer rein damit. Und als Extras machen wir zusätzliche Taschen. Ist eigentlich Logo, oder? Oder, guck mal, das Ding ist voll schwer. 18,5. Vielleicht wäre es sinnvoller, wenn wir Ultraleichtbau draus machen. Oder doch zusätzliche Taschen. Oder Ultraleichtbau. Oder zusätzliche Taschen. Ich bin mir nicht sicher. Was ist am Ende besser? Ich mach zusätzliche Taschen. Voltrüstung kann ich immer noch nicht besser. Voltrüstung sage ich schon. Brauch immer noch Rüstmeister 4. Unbedingt. Zündrüstung rechter Arm. Komm, voll aufmotzen. Die Todeskralle in Concord war heftig, was, Mama? Hattest du so ein Mistvieh schon mal gesehen? Klar, schon oft. Einmal habe ich eine Todeskralle. Rechtes Bein, da auch Mikrokohlenstoff. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte nicht leicht bauen, sondern ich wollte zusätzliche Taschen. Finde ich voll sinnvoll, einfach mehr schleppen können. So, linker Arm, da auch Mikrokohlen, den guten Mirko-Kohlenstoff bauen wir da rein. Und linken, nee, jetzt noch nicht. Hier ebenfalls zusätzliche Taschen. Habe ich jetzt linkes Bein schon? Nein, auch noch nicht. Wie gut auch, dass ich dafür die richtigen Materialien alle habe. So, jetzt habe ich aber alles aufgemotzt. Jetzt muss ich mal gucken, ob die anderen, die Kampfrüstungsteile, ob da nicht doch irgendwas noch besser ist. Nee, das ist schlechter. Die Kampfrüstung ist besser. Mit tiefen Taschen. Ja, pass auf, wenn das besser ist, muss ich es eigentlich anziehen. Sonst ergibt es keinen Sinn.
Schlechter. Besser und schlechter? Schlechter. Definitiv schlechter. Definitiv besser. Muss ich anziehen. Nützt nichts. So, kann ich denn die Sachen... Pass auf, das kann ich jetzt auseinandernehmen. Das, was ich nicht brauche. Ah, da fehlt... Oh, da fehlt mir Leder für. Na, super. Und für da... Ich brauche Leder, offenkundig. Soll ich den echt auseinanderbauen? Ja, das andere, was ich anhabe, ist besser. Also baue ich ihn auseinander. Komm. Da kriege ich nämlich auch Leder für. Siehst du, kann ich nämlich Fiberglas bauen. Ist das Ding gleich wieder besser. Und es tut mir schon wieder Leder. Ja, so viel Leder habe ich da nicht rausgekriegt. So, jetzt aber. Zusätzliche Taschen. Tada! Das haben wir schon. Das haben wir. Wie sieht's hier aus? Verstärkt. Oh, da können wir jetzt abgedummelt draus machen. Auch gut. Und zusätzliche Taschen habe ich da schon drin. Na, das sieht doch sehr gut aus. Beziehungsweise sieht das sehr gut aus? Das sieht ein bisschen, naja, ein bisschen gemischt aus. Egal. Egal. Hauptsache, wir haben ordentlichen Schutz. Darauf kommt es am Ende an. Behaupte ich einfach mal. Kryolator. Oh, den kann ich noch verbessern. Standardlauf. Kristallisierender Lauf. Feuert Kryokapseln ab. Überlegene Reichweite. Geil. Komm her. Standardkolben. Rückstoßdämpferkolben. Standardvisier. Leuchtvisier. Da wird das Ding gleich viel besser. Das kann weg. Das können wir mal umbenennen in... Es wird langsam spät. Vielleicht Kryo-Dings. Das ist das Kryo-Dings. So. Und ich sollte überlegen, ob ich ein paar Waffen eventuell wirklich zu Hause lasse. Natürlich auch, um Gewicht zu sparen, ne? Und ich kann wie immer noch ein bisschen Mods hier lassen. Sie haben mir nicht viel gesagt. Worte. Warum auch? Es sollten nur alle ihre... Warum sollten sie dir auch viel sagen? Ganz ehrlich jetzt. So, ich überlege, ob ich den Ameisenbären hier lasse. Ich habe eh nicht viel Plasma-Munition. Ich lasse ihn hier. Scharfschützengewehr. Weißt du, ich benutze es eigentlich so gut wie nie. Kann ich hier lassen. Benutze ich nicht. Kann ich hier lassen. Den möchte ich gerne noch ein bisschen mehr ausprobieren. Eventuell nehme ich den mal mit. Rechtmäßige Herrschaft. Weiß ich nicht. Splittergranate habe ich auch schon wieder. 800 Stück. Kann ich ein paar hier lassen. So. Dann bin ich gleich ein bisschen leichter. Nämlich, das ist gar nicht mal so schlecht. So, muss ich eigentlich noch anderen Scheiß hier lassen? Nichts ist befriedigend. Nichts ist befriedigender. Da hast du natürlich absolut recht. Pass auf, hier Augenbot-Modell kann ich hier lassen. Befehle der Simulanten. Dunwich, Eddie Winter Holobänder anscheinend nicht. Bisschen Gallium. Hier kann ich anscheinend auch nicht hier lassen. Mr. Handy-Modell auch sehr nice. Lasse ich auch mal hier. Ah, der gute Reflexkondensator. Natürlich. Immer noch Silver Shroud Visitenkarten. Ach, das habe ich auch noch nicht. Technische Dokumente. Die wiegen zum Glück nichts. Also kann ich die ruhig mit mir rumschleppen. Siehst du diese Voltec Lunch Boxen? Ich weiß nicht genau, was man damit anstellen soll. Niemand weiß das vermutlich. So, ich muss nur kurz dann die Waffen neu sortieren. Nämlich das muss irgendwo einsortiert werden. Einfach auf die 7, natürlich. Das Kryo-Dings.
Tasche voll. Perfekt. Eine Runde schlafen. Ja. Ich muss noch ein bisschen kochen. Ein bisschen kochen und backen. Einmal Zutaten sammeln, ein bisschen pflücken draußen. Mal sehen, was die netten Leutchen hier. Scheint wirklich was zu werden. Immer her damit. Oh, viel ist da aber nicht dran. Wie möglich, damit ich sie scannen kann. Das dient natürlich ausschließlich der Wissenschaft. Natürlich, ausschließlich der Wissenschaft. Erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Kann man natürlich stolz drauf sein, dass das eigene Leben bedroht wird. Eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Mama Murphy hat Wort gehalten, Kind. Das finde ich echt super von Mama Murphy. Und auch kein drittes Auge. Von mir aus kannst du auch 8 Augen haben. Eigentlich ist mir das egal, Mama Murphy. Du mit deinen Augen immer. Komisch. Ich habe einen etwas anderen Auftrag für dich. Wie jeden Tag. Immer das Gleiche. Die meisten Leute brauchen einfach Hilfe. Wir müssen Ach, gut, sie danke. Was? Ey, hör auf den Kürbissen rumzustehen, Junge. Die gehen noch kaputt. Steht er da in meinen Kürbissen? Ich glaube, es hackt. In letzter Zeit wächst hier alles ziemlich gut. Ja, ne? Eigentlich gar nicht mal schlecht. So, hier kann ich natürlich auch noch ein bisschen von der Ernte mitnehmen. Finde ich sehr gut. Ein paar Leuchtfackeln kann ich anscheinend auch noch mitnehmen. Auch wenn ich die nicht wirklich brauche. Aber ich wieder klar denken. So, irgendwie habe ich auch Bock, die ganzen Zutaten. Ich lege ja immer ein paar Zutaten hier wieder mit rein. Ich nehme das mal alles mit. Und bin überladen. Aber ich kann aber mit meinen AP noch rennen. Das hatte ich ja gedingst. So, jetzt gehen wir an die Koch- und Backstation. An die Knack- und Backstation. Und basteln erstmal ein bisschen Gemüsestärke. Ein bisschen ist gut. Ziemlich viel Gemüsestärke, finde ich geil. Suppen. Ah, Gemüsesuppe. Dreckigen Ölblender können wir auch noch reinziehen. So, gut, da bin ich von jedem was hier irgendwie so ein bisschen angesammelt über die Zeit. So viel Meierlurk-Fleisch. Guck mal, das sind immer schön XP. Da steigen wir bei dem Level auf. Noch Stechflügler. Klar, immer rein damit. Todeskralle. So. So, ein bisschen Chemiebaukasten würde ich gerne auch noch betreiben. Dafür gibt es ja auch immer schöne XP. Wo habe ich denn... Ich könnte schwören, ich hatte... Warte mal, kann ich das nicht bauen? Strukturen, Möbel... Ach, dazu fehlt mir die richtige... Moment, habe ich doch. Kochstation hier schon. Hier eine Laborstation brauche ich nämlich. Genau. Vielleicht soll ich die lieber reinstellen. Oder hier in die Garage. Naja, Garage ist gut. Carport. So. Oh hey, da liegt ein Toaster rum. So, jetzt kann ich hier nämlich noch schön eine Runde an der Laborstation rumbasteln. Und dafür Erfahrungspunkte kriegen. Darum geht's ja. Kühlflüssigkeit. Wasser, Knochen, Stahl, Säure. Dann lösen wir die Knochen mal auf und machen daraus Kühlflüssigkeit. Weil wir wissen ja alle, dass Kühlflüssigkeit aus Knochen gewonnen wird. Ist ja allgemein bekannt heutzutage. Heilung. Ich kann Redaway basteln. Ziemlich viel. Und Stimpaks. So viel brauche ich gar nicht, aber von mir aus. Granaten. Drogen. Ja, Drogen. Oh, guck mal, was das an Erfahrungspunkten gibt. Wie geil. Und dann kann man die Drogen bestimmt auch irgendwo schön verkaufen. An Schulkinder. Oder alte Menschen. Die nicht wissen, was das ist und es trotzdem nehmen. Und an Schulkinder. Und an Grundschulkinder. Und an Kindergartenkinder. Die Möglichkeiten sind quasi endlos. Alter, wie viel Drogen habe ich denn jetzt? Jet, aus Dünger und Plastik. Ja komm, immer her damit. Ich kann nie zu viel Jet haben. Wofür brauche ich Dünger?
Jet ist viel wichtiger. Für die Grundschulkinder und die Kindergartenkinder. Mentats. Gut, dass ich immer jeden Scheiß mitnehme. Man kann das offenbar gut gebrauchen. Dafür brauche ich Stimpacks. Oh, ich habe aber 213 Stimpacks. Oh, und Schaltkreise. Die erscheinen mir aber... Na egal, komm. Psychojet. Klar, immer her damit. Kann es sein, dass ich gleich einen ganzen Level aufgestiegen bin, indem ich hier Drogen gebraut habe? Ich finde das super. Echt jetzt? So, was können wir noch? Oh, sonst gar nichts mehr. Können wir noch? Hier können wir aber noch. Stimpacks. Was ist Skito-Speichel? Blutblatt, okay. Und Blutsack. Erfrischendes Getränk. Ah, auch das gibt Erfahrungspunkte. Leuchtendes Blutpaket. Natürlich, warum nicht? Siehst du, ich bin schon wieder ein Level aufgestiegen. Ist geil. Einfach geil. Injektor-Munition. Da brauche ich Baumaterialien für. Das ist eventuell nicht so gut. Glasfaser habe ich nicht viel. Stahl, Öl. Blähfliegendrüse. Ja, die kann ich bauen. Gefarol. Okay. Oh, ich würde sagen, ich habe erstmal genug gebastelt. Ich denke, Alter. Es lohnt sich, das zu bauen. Was auch immer es ist. Das muss sich gelohnt haben. Ich bin 2 Level aufgestiegen. Alter. Werde ich natürlich gleich verteilen, die Punkte. Selbstverständlich. Erstmal wird der ganze Schrott hier wieder eingelagert. Mann, gut, das ist nicht viel. Mann, gut, ich sammle absolut alles auf, was ich finde. So, Red Eggs behalte ich ein paar, aber ja, nicht so viele, ne? Genau, Red Away kann ich auch ein paar hier lassen. Stimpacks kann ich definitiv ein paar hier lassen, da muss ich nie so arsch viele von... mitschleppen. So, ja, 42 reichen locker. So viel brauche ich ja nie. Aber damit ich immer einen schönen Vorrat hier zu Hause, falls ich doch mal welche brauche. So nämlich. Ja, hervorragend. So, kann ich jetzt noch Zeug hier ablegen? Jawohl, kann ich. Perfekt. Oh, hallo, Gammelkala. Wie geht's dir? Bist du schön am Rumgammeln? Und du, Kate, auch am Rumgammeln? Das Einzige, was besser ist, als sich volllaufen zu lassen, ist ein gepflegter Kampf. Stimmt's? Definitiv. So, Punkte verteilen. Was haben wir denn? Level up. Können wir eventuell... Ah, ich brauche Level 39. Bin ich immer noch nicht für Rüstmeister. Waffenfreak brauche ich auch Level 39. Hacken wir das Terminal nie gesperrt, wenn er versucht misslingt. Mir ist noch nie ein Versuch misslungen, glaube ich. Das habe ich voll, das ist sehr gut. Wissenschaft brauche ich Level 41. Habe ich voll. Was haben wir denn noch Schönes? Mehr Munition. Bonusschaden, des Feinde gelegentlich zu einer blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor dem herfliegenden Augäpfeln. Dann gewinnen wir nicht automatisch gewinnen und 40% mehr Schaden. Das will ich. Und blutigen Tod machen wir auch mal. Komm, was soll's. Wir haben ja die Punkte. Wir sind ja astrein.